Wenige Tage, nachdem wir mit einem Lächeln und einem 3:0 im Gepäck vom Betzenberg wieder runtergestiegen sind, wollen wir mal in den Rückspiegel schauen dieser abgelaufenen Saison und natürlich auch voraus. Wen besseren konnten wir dafür einladen als den Vorstand Sport und Kommunikation? Hallo Klaus. Hallo. Ja, das war ein netter Abschluss dieser Saison, das kann man nicht anders sagen. Am Ende stehen 58 Punkte da und Platz 4 macht Best of the Rest. Eigentlich kennt man diesen Platz 4 als sehr undankbaren Platz. Fällt deine Bewertung dieser Geschichte ähnlich aus? Ja, undankbar ist er dann schon am Ende, weil es ja wirklich die erste Platzierung ist, die ja nicht dazu befähigt, zumindest in die Relegation zu gehen oder direkt aufzusteigen. Von daher ist es in gewisser Weise undankbar, aber dennoch ja, ist es ein großer Erfolg und das muss man auch so deutlich aussprechen. Klar, wir haben während der ganzen Saison haben wir immer auf die Chance hingewiesen, vor allen Dingen auf unser Ziel, so schnell wie möglich wieder in die erste Liga zu kommen. Und wir waren auch oft dran und haben einige Gelegenheiten gehabt, vielleicht diesen nächsten Schritt dann auch zu machen, aber dann hat es doch nicht so ganz funktioniert. Das hatte viele Gründe. Und dennoch muss man sagen, gerade unser Endspurt ist absolut sehenswert gewesen. Ich glaube, 13 Spiele, wenn ich mal das Nürnberg-Spiel ausklammer, ohne Niederlage, die letzten 5 Spiele ohne Niederlage. Und dann eben dieser versöhnliche Abschluss in Lautern. Ich glaube, das alles zusammengenommen lässt dann, glaube ich, eine Bewertung der Saison zu, die absolut positiv ist. Und das habe ich auch in dem, am Montag hatten wir die Verabschiedung der Spieler nochmal in kleinerem Rahmen. Das habe ich den Spielern auch so mitgeteilt, dass sie wirklich zufrieden sein können mit dem, was abgeliefert worden ist. Dass trotzdem dieses kleine Ja-Aber da ist, ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Ich glaube, jeder hat jetzt auch wieder gespürt, dass wir auch mit all den Schwierigkeiten, die wir gehabt haben. Wir hatten viele Verletzte wieder mal und es waren viele Dinge, die vielleicht dann nicht so funktioniert haben. Und dennoch waren wir dicht dran. Und ich glaube, das ist jetzt unsere Aufgabe, eben im Hinblick auf die neue Saison, aus den Spielern, die jetzt schon da sind und die im nächsten Jahr auch da sein werden, dass die nochmal den nächsten Schritt gehen. Ich glaube, da sind die meisten unserer Spieler sind noch in der Lage, diesen kleinen Schritt nach vorne noch zu gehen. Einige sind sogar in der Lage, noch größere Schritte zu machen. Und idealerweise natürlich die Mannschaft noch weiter so zu verstärken, dass wir ja, in den wichtigen Momenten dann doch etwas erfolgreicher sind. Ja, darauf, wie die Mannschaft vielleicht aussehen kann für die nächste Saison, kommen wir noch im Verlauf des Gesprächs zurück. Vielleicht noch mal einen positiven Punkt, der möglicherweise auch ausschlaggebend gewesen ist für diese schöne Serie am Schluss. Unsere Heimstärke. 37 Punkte sind es geworden. Unser Heimrekord in der zweiten Liga lag bei 40 Punkten. Hat es nicht ganz gereicht dafür, aber trotzdem, warum glaubst du, ist die Arena eine solche Festung geworden? Ich glaube, dass unsere Spieler mit einem sehr guten Gefühl in die Heimspiele gehen. Sie wissen oder sie spüren, dass sie die Unterstützung bekommen, dass sie auch in schwierigen Momenten von den Fans ja, unterstützt werden. Und das braucht man einfach. Ohne diese Unterstützung wird das auch nicht gehen, auch in der nächsten Saison. Aber ich glaube, das war außergewöhnlich. Auch der Blick auf die reinen Zuschauerzahlen. Ich glaube, wir haben einen Schnitt, der über 30.000 liegt. Ich glaube, das ist absolut vorzeigenswert. Und so war es ja, gerade auch jetzt im letzten Spiel nochmal gegen Hannover zu Hause, war es, obwohl ich nicht persönlich anwesend war, aber ich habe es am Fernsehschirm sehen können, ja, ist die Mannschaft großartig unterstützt worden, obwohl sie 2:0 zurücklag. Und es war einfach eine leistungsfördernde Stimmung. Und das ist, wenn man so will, wenn man über eine gute Saison spricht, dann gehört auch dazu, dass wir, glaube ich, so diesen Schulterschluss mit unseren Fans, glaube ich, sehr gut hinbekommen haben. Und ja, dass wir einfach eine gute Stimmung, glaube ich, produzieren können in der Arena. Und das hilft ungemein. Das macht insgesamt einen großen Rückhalt aus, der sicherlich auch ursächlich mit dafür ist, dass wir in der Rückrunde ja kein einziges Spiel zu Hause verloren haben. Übrigens haben in dieser Saison einige Spieler ihre Premiere für Fortuna gefeiert, mit denen man nicht unbedingt gerechnet hätte. Und das waren 5 insgesamt aus den Reihen des NLZ. Und einige haben auch sogar einen Profivertrag bekommen. Jona Nimic gehört dazu.
Elo Fernandes Neto ist einer und vorher schon Takashi Oshino. Ist das der Düsseldorfer Weg oder ist das eher vielleicht einem nicht ganz so breiten Kader geschuldet gewesen? Ja, vielleicht wäre es anders gewesen, wenn man eben diesen größeren Kader gehabt hätte. Aber das war ja auf der einen Seite ist es auch eine wirtschaftliche Betrachtungsweise gewesen, aber auf der anderen Seite wollten wir auch gar nicht so diesen Riesenkader haben. Und die jungen Spieler einzubauen, insbesondere eben auch aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum oder aus der U23, das muss ein Bestandteil unseres Weges sein. Das wird nicht die alleinige Lösung sein. Ich glaube, das kann auch jeder verstehen, aber wir sollten schon sehen, dass wir eben früh genug unsere Spieler ausbilden, idealerweise schon viel früher in der U17, U19 und dass sie dann den Weg vielleicht direkt sogar zu den Profis gehen oder über diesen Umweg, über die U23. Also das ist eine Möglichkeit, die wir eben unseren Spielern bieten können. So, und das hat sehr gut funktioniert und von daher wird das auch für die nächsten Jahre aus sportlicher Sicht wird das wichtig sein, aber auch aus wirtschaftlicher Sicht. Ist das auch etwas, wo Daniel Thun als Cheftrainer gefordert ist? Eine Sache, mit der du auch zufrieden bist? Ja, gefordert, aber ich glaube, wir mussten diese Forderung gar nicht aufstellen, weil er kennt das aus früheren Stationen. Vielleicht war es beim HSV, war es vielleicht nicht so extrem, aber er liebt das. Er hat große Freude daran, so wie wir alle, eben junge Spieler zu fördern, ihnen die Möglichkeiten aufzuzeigen ich glaube, das ist ja, ich will den Erfahrenen jetzt nicht zu nahe treten, aber das ist natürlich eine ganz spannende Geschichte, weil da erlebt man ja manchmal auch Entwicklungen, die so schnell gehen. Da ist, glaube ich, Elo Fernandes ist dann, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich kann mich noch erinnern, die ersten Male, wo er dann mal dabei war, weil er sich eben in den Nachwuchsmannschaften empfohlen hatte. Und dann geht man ohne große Erwartungshaltung, geht man dann zum Training und schaut sich das an. Und dann merkt man, da ist gar kein großer Unterschied. Oder da ist jemand, der sich ganz schnell anpasst, der in einer Gruppe, wo plötzlich doch schnellerer Fußball gespielt wird, vielleicht auch körperlich anspruchsvollerer Fußball gespielt wird, da kann er sich ganz schnell adaptieren. Und das sind manchmal so diese kleinen Überraschungen, die man dann erlebt. Und das macht natürlich besonders viel Spaß. Durchlässigkeit aus dem NLZ. Toller Zusammenhalt zwischen Fans und Mannschaft. Heimstärke. Das sind positive Dinge gewesen und trotzdem gibt es auch ein paar negative. Die größte Kritik war eigentlich, und das haben unsere journalistischen Begleiter vor allen Dingen darauf gezeigt, nie sei es leichter gewesen, in die Bundesliga aufzusteigen als in dieser Saison. Gehst du mit? Nein, das kann man, glaube ich, so nicht so beurteilen oder dieses Urteil kann man, glaube ich, nicht so fällen, weil die Zahlen sprechen eigentlich eine andere Sprache. Also die Top-Mannschaften haben 67 Punkte geholt, beide 67 Punkte und der dritte 66 Punkte. Das war jetzt, wie will man das bewerten? Ist das jetzt der Schwäche der Liga geschuldet oder ist das die Qualität dieser Top-Mannschaften? Ich glaube, was wir in diesem Jahr erlebt haben, war, dass gerade Heidenheim, aber auch Darmstadt, dass die sehr, sehr konstant waren. Ja, wir hatten eigentlich was, in all den vergangenen Jahren hatten die Mannschaft wirklich eine Schwächeperiode, wo sie über 4, 5, 6 Spiele dann gar nicht gepunktet haben oder mal einen Punkt geholt haben. Das war in diesem Jahr nicht so. Also man musste von Anfang an dabei sein und man durfte sich überhaupt keine Blöße geben. Also von daher jetzt zu sagen, so leicht war es noch nie, ja, das macht man ein bisschen an den Namen fest. Weil jetzt Darmstadt und Heidenheim aufgestiegen sind, könnte man das vielleicht sagen. Aber ich glaube, dass das sehr gute Mannschaften waren, die auch in einem Atemzug mit den Aufsteigern aus dem letzten Jahr, Bremen und Schalke zu nennen, sind. Und ja, von daher glaube ich, den Vorwurf darf man, glaube ich, nicht so formulieren. Und trotzdem gab es viele, viele Möglichkeiten, wo wir so dicht dran waren, wo wir eben Spiele hatten, ich glaube, wir haben ein Spiel gehabt, wo wir gesagt haben, heute müssen wir den Klassenunterschied müssen wir anerkennen. Das war in Hamburg. Ne? Da sind wir nach Hause gefahren und haben gesagt, das war ein bisschen ernüchternd. Aber selbst in diesem Spiel war es plötzlich, es stand lange 1-0 und dann hatte man auch mal eine Chance, sogar einen Ausgleich zu machen. Aber am Ende musste man sagen,
Das war ein verdienter Sieg vom HSV. Und. Aber so viele andere Spiele waren es eigentlich nicht. Und wir waren immer so dicht dran. Und dann für mich die Unentschieden hier gegen Heidenheim zum Beispiel. Oder die Niederlage gegen Kaiserslautern am 17. Spieltag. Richtungsweisend. Entweder 6 Punkte vor Lautern sein, den Anschluss nach vorne finden oder eben mit Lautern auf Augenhöhe zu sein und so ein bisschen den Anschluss zu verlieren. Da hatten wir doch ein paar Momente, wo wir dann nicht auf der Höhe waren. Und unsere Spiele gegen Nürnberg, da schließt sich sogar das Pokalspiel mit ein, gegen Nürnberg keinen Punkt geholt zu haben, das hat schon wehgetan, weil es waren nie gute Spiele, aber wir waren nie die schlechtere Mannschaft und standen immer mit leeren Händen da. Also das ist, glaube ich, das ist viel entscheidender oder wichtiger, wenn man die Saison betrachtet, dass wir eben bei den sogenannten Big Points, dass wir da eben doch einiges liegen gelassen haben und nicht, weil wir die Schlechteren waren oder die schlechtere Mannschaft waren oder vom Potenzial her das nicht mitgebracht haben, sondern weil wir eben in diesen entscheidenden Momenten vielleicht nicht konsequent genug waren, weil wir manchmal nicht ins Spiel gekommen sind, weil wir eine Führung nicht so verteidigt haben, wie wir das eigentlich können. Und ja, das müssen wir uns schon so ein bisschen vorwerfen lassen. Also wenn man, wie gesagt, also diese Bewertung, das war eine gute Saison, wir können zufrieden sein, das bedeutet für uns nicht, dass wir da nicht sehr kritisch mit umgehen und uns anschauen, Mensch, wo hätten wir es besser machen können und wo muss man an den Stellschrauben jetzt drehen, um das eben auch möglichst schnell abzustellen. Ja, das ist im Prinzip hast du dir selbst die nächste Frage gestellt. Was ist die Analyse schon so weit fortgeschritten, dass man sagen kann, was waren die kritischen Punkte? Wie kann man diesen Abstand von 8 Punkten, den wir als Vierter auf den dritten HSV hatten und haben, wie kann man diesen Vorsprung einschmelzen? Das ist nicht eine Maßnahme. Ich glaube, das sind viele Dinge, wie gesagt, wir nennen es jetzt mal Mentalität. Das ist immer schwierig, wenn man über Mentalität redet. Aber es ist eben diese Mentalität, damit ist gemeint, eben sich so, zum Beispiel ein Spiel gegen Lautern 1-0 geführt zur Halbzeit. Eigentlich 2-0, 3-0 muss man führen. So ein Spiel einfach da den, wie man so schön sagt, den Sack zuzumachen und dann auch wirklich nichts mehr anbrennen lassen. So, das muss noch mehr in Fleisch und Blut übergehen. Eben dieses unbedingte Gewinnen wollen, diesen Erfolg dann eben auch, nicht über 80 Minuten, nicht über 70 Minuten, sondern über 90 Minuten dann eben das alles zu spielen und anzuwenden, in dem einen oder anderen Spiel besser ins Spiel zu kommen. Gar nicht, wir sind sehr auf den Rückstand geraten, mussten mit sehr viel Aufwand, mussten wir das dann wieder aufholen. Das ist eine wichtige Sache. Es ist im Grunde, ja, es ist die Defensivarbeit, die wir, glaube ich, noch besser machen können. Es ist aber auch diese Bereitschaft, im Spiel nach vorne, glaube ich, dass ein schnelleres Umschaltspiel hinzubekommen, uns noch mehr Torchancen kreieren, aber auch im Abschluss dann konsequenter zu sein. Eigentlich alles nachzuvollziehende Dinge, aber das ist nun mal das Schwerste im Fußball. Das dann eben auch immer alles zusammenzubringen und das über eine Spielzeit von 34 Spielen, das immer wieder hinzubekommen. So, das ist etwas, an dem wir mit den Spielern, die jetzt schon da sind, arbeiten müssen. Und wir wollen natürlich, da sind ja auch einige Entscheidungen getroffen worden, wir wollen den Kader jetzt wieder erneuern und in der Hoffnung natürlich, dass wir dort die richtige Wahl treffen und eben mit den neuen Spielern, die dazukommen, auf der einen Seite Qualität hinzubekommen, all diese Dinge, die wir gerade angesprochen haben, dass sie in der Lage sind, eben gut zu verteidigen, dass wir gefährliche Stürmer, gefährliche Mittelfeldspieler, torgefährliche in unseren Reihen haben werden. Ja, dass diese Mentalität noch stärker wird, dieser Wille, erfolgreich zu sein, mit dem Ziel dann vielleicht auch aufzusteigen, dass das noch stärker ausgeprägt wird. Das ist jetzt die Arbeit, die Daniel Thun schon in den letzten Monaten schon begonnen hat, aber die natürlich jetzt weitergeführt werden muss. Ja, und in der sportlichen Leitung gibt es auch sehr viel Arbeit jetzt. Der Transfersommer, er hat begonnen und Paderborn hat man wieder fleißig eingesammelt, schon jetzt zu frühem Zeitpunkt. Und unsere Fans sind ein bisschen unruhig geworden in den sozialen Netzwerken und sagen, wann geht's denn endlich los bei Fortuna? Bei uns ist es schon längst losgegangen, weil unsere Arbeit, die machen wir ja schon seit einigen Monaten. Die Vorarbeit, dass man Spieler sichtet und dass man die ersten Kontakte knüpft. Und
dass man immer im Team, Chris Weber, der Trainer ist natürlich ganz, ganz eng mit eingebunden mit mir, dass wir dann eben abwägen, so mit welchen Spielern verlängern wir, mit welchen Spielern soll es nicht weitergehen und auf welchen Positionen wollen wir uns verstärken. Das ist natürlich alles schon besprochen. Und im Hintergrund laufen natürlich schon viele, viele Gespräche. Und in der einen oder anderen Personalie sind wir auch schon recht weit. Und dass wir das erste vermelden können, wird auch nicht mehr so lange dauern. Aber auf der anderen Seite, das müssen wir auch sagen, und das ist jetzt keine, das soll auch gar keine Entschuldigung sein, aber soll nur eine Erklärung dafür sein, wie wir agieren müssen. Wir müssen immer die wirtschaftliche Seite sehen und wir müssen unser Budget im Blickfeld haben. Und so dauern manche Entscheidungen dann doch etwas länger, bis wir dann diese ja, für uns richtungsweisenden Transfers oder Entscheidungen dann auch treffen können. Also wir wollen die Transfers gut vorbereiten. Das heißt, wir wollen sie gut beobachten, wir wollen alle nötigen Gespräche wollen wir führen. So, wir müssen aber auch, und da können wir leider nicht nach dem Prinzip vorgehen, dass wir, ich sage jetzt mal, immer der Meistbietende sind und dann überzeugen können, sondern wir müssen eben über unsere Qualitäten, die Anreize, die Düsseldorf, die Fortuna anbieten kann, müssen wir diese und die Kandidaten versuchen zu überzeugen. Und ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind. Aber wie gesagt, wir müssen auch immer sehen, was haben wir an Einnahmen aus Transfererlösen. Und oft ist es so, dass diese Einnahmen uns dann eben auch wieder mehr Möglichkeiten, mehr Spielraum eben beim Verpflichten von Spielern geben. Also das ist leider nicht immer so, dass man weißes Blatt Papier vor sich hat und sagt, das ist mein Wunsch, das ist mein Wunsch, das ist mein Wunsch. So, das arbeiten wir jetzt ab und machen das schon ganz früh in einer Saison. Es muss auch immer wieder finanziert werden. Man könnte sich jetzt vorstellen, Düsseldorf ist ein Pfund, wenn man einem Spieler schmackhaft machen will, für Fortuna zu spielen. Aber möglicherweise, und stimmt das wohl möglich, auch Fortuna für alle. Unsere neue Strategie, die in der nächsten Saison unter dieser fetten Headline startet. Ja, Fortuna ist schon ein interessanter Verein. Das hat unterschiedlichste Gründe, die Historie der Fortuna. Dann ist es unsere Arena. Dann ist es unsere Stadt. Der Standort an sich ist natürlich interessant. So, wenn man mit den Spielern oder auch mit den Beratern spricht, dann ist es schon so, dass eigentlich alle sagen, oh, Fortuna, das muss ich mir anhören. Das ist eben sehr interessant. Und das hat jetzt nochmal eine andere Dimension bekommen. Ich glaube, was dieses alle, mit denen wir gesprochen haben, waren eigentlich auch informiert und wollten mehr über Fortuna für alle wissen, weil das kann ja auch eine große Veränderung in der Wahrnehmung des Vereins in Zukunft sein. Ich hoffe, dass Fortuna für alle auch in letzter Konsequenz dafür sorgt, dass unser Zuschauerschnitt eben nicht so knapp über 30.000 ist, sondern dass der mal in Richtung 45 oder noch weiter hochgeht. So, und das ist natürlich immer ein großer Anreiz auch für die Spieler. Und ich glaube, was die Spieler, was sie interessiert und was sie, glaube ich, wahrgenommen haben, ist, dass man das Fortuna ein Club ist, der in einer Aufbruchstimmung ist. Ich glaube, so kann man das nennen. Wir sind einen ungewöhnlichen Weg gegangen. Wir sehen jetzt gerade so, was im Fußball allgemein passiert. Gerade ging es um den Investoreneinstieg in der DFL. Da ist jetzt wieder ein gewisser Stillstand entstanden. Aber der Fußball ist auf der Suche nach neuen Lösungen. Und wir haben eigentlich schon eine neue Lösung präsentiert. Und das ist von vielen ist das mit großem Interesse und sehr wohlwollend auch gesehen worden. Also als Fazit, Fortuna ist noch interessanter geworden und bei vielen hat man den Eindruck, dass sie sagen, hier bewegt sich was und das ist vielleicht gerade der richtige Verein, vielleicht ist es die richtige Zeit und der richtige Ort, eben um dabei zu sein, wenn die Fortuna den nächsten Schritt machen kann. Im Moment wird so ein bisschen spekuliert, wie groß denn wohl der Umbruch sein wird in unserer Mannschaft. Fest steht, David Kownacki, Miki Karbownik, Ruven Hennings, Kujuba, Raphael Wolf, die gehen. Auch der Vertrag von Jorrit Hendricks ist ja zu Ende de facto. Manche denken aber, es könnte noch weitergehen, weil ja auch möglicherweise in der nächsten Saison weitere Verträge auslaufen und dann eine Handlung eigentlich vorgeschrieben ist oder zumindest möglich. Was kannst du dazu jetzt schon sagen?
Das ist vielleicht die grundsätzliche Herangehensweise. Wenn ich eben gesagt habe, dass wir die Finanzen nie aus den Augen verlieren dürfen, dann bedeutet das auch, dass wir in dem Fall, wo ein Vertrag dann zum Beispiel 24 ausläuft und wir die Möglichkeit einer Verlängerung nicht sehen, dass man dann vielleicht auch über eine Trennung oder einen Verkauf nachdenken muss. Diese Möglichkeit müssen wir immer noch in Betracht ziehen. Wir haben es im letzten Jahr, haben wir uns anders entschieden. Ich gehe noch mal ein halbes Jahr zurück, als David Kownacki eben die Möglichkeit gehabt hätte zu wechseln, haben wir uns dagegen entschieden und haben gesagt, der sportliche Wert ist einfach zu groß. Wir standen gerade vor dem Viertelfinale im DFB-Pokal, das war eine sehr wichtige Sache. Und wir wollten natürlich oben auch nochmal angreifen. Da haben wir uns anders entschieden. Aber grundsätzlich ist das schon eine Sache, die wir anders lösen wollen. Das heißt, dass sollte es Angebote für Spieler geben, dann werden wir das nicht kategorisch ausschließen können. Das gehört im Moment noch zur Arbeitsweise bei der Fortuna dazu. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren uns dahin entwickeln, dass wir das auch sagen, dass wir auch sagen können, so, das ist sportlich, der ist sportlich für uns so wichtig, der ist im Moment ist der nicht zu verkaufen, der wird bei uns bleiben. Aber im Moment sind wir noch nicht so weit und da müssen wir immer andere Lösungen finden. Also von daher kann es kann der Umbruch vielleicht oder der Austausch kann vielleicht noch ein bisschen umfangreicher sein. Aber im Moment gibt es da noch keine klaren Signale. Aber auf der anderen Seite ist der Umbruch schon groß genug. Also wenn wir mit Rufen einen erfolgreichen Stürmer verlieren, wenn wir mit David den erfolgreichsten Torjäger und Assistgeber verlieren, dann ist das natürlich schon, dann ist das schon eine Sache. Zusammen 20 Saisontore? Zusammen 20 Saisontore, so. Und das ist eine fordernde Aufgabe jetzt an uns sportlich Verantwortlichen, das eben zu lösen. Aber wir glauben, dass wir haben gute Ideen schon und wir hoffen, dass wir diese Ideen auch umsetzen können. Und dann sollten wir ähnlich erfolgreich, vielleicht sogar noch ein bisschen erfolgreicher sein als in der Vergangenheit. Dann schauen wir vielleicht nochmal auf das unmittelbar vor uns Liegende. Klar, da ist erstmal eine Urlaubsphase, aber dann geht es ja schon wieder in die vollen Saisonvorbereitung. Wir fahren zum dritten Mal nach Oberösterreich ins Trainingslager, nach Bad Leonfelden. Vielleicht kannst du den Fans mal erklären, welche Kriterien ausschlaggebend sind, um so einen Ort zu wählen. An erster Stelle, ich könnte auch sagen an zweiter Stelle, an erster und zweiter Stelle steht der Sport. Und da ist es immer wichtig, welche sportlichen Voraussetzungen finden wir, um dort trainieren zu können. So, und da gibt es, dann die Trainer haben da Vorstellungen. Ich persönlich habe da auch Vorstellungen, weil ich das ja nicht das erste Mal mache, sondern eben viele, viele Jahre mit Mannschaften Vorbereitungstrainingslager gemacht habe. So, dazu gehört zum Beispiel, dass wir zwei Trainingsplätze haben, dass man eben auf zwei Plätzen arbeiten kann. Das ist etwas, was wir in Bad Leonfelden vorgefunden haben. Und darüber hinaus ist es wichtig, und das ist vielleicht eine etwas neue Betrachtungsweise, dass wir auch wieder, wir müssen zwischendurch immer über Geld sprechen, leider, dass wir auch die wirtschaftliche Seite sehen müssen. Das heißt, dass wir auch eine gewisse Refinanzierung finden müssen. So, und wir haben mit dem Tourismusverband Oberösterreich haben wir einen Vertrag machen können, wo wir für die Tatsache, dass wir in Bad Leonfelden unser Trainingslager aufschlagen, wo es dort eine Kompensation gibt. Das heißt, wir refinanzieren das Trainingslager zum Teil. Und ich glaube, das ist in der Geschichte der Fortuna nicht so oft der Fall gewesen. Und von daher ist es für uns ein ganz wichtiger Aspekt. So idealerweise, und das will ich an der Stelle auch sagen, würden wir auch, ich sage jetzt mal, die Herzen unserer Fans gewinnen für diesen Standort. Das hat bisher leider noch nicht so funktioniert. Der Anfang war eigentlich noch so ein bisschen in der Corona-Zeit und das war sicherlich auch jetzt nicht der ideale Auftakt. Aber mein Appell wirklich auch an alle, die uns im Trainingslager besuchen wollen oder die dabei sein wollen, gebt Bad Leonfelden bitte mal eine Chance und fahrt hin, schaut euch das an wir haben ideale Bedingungen dort Ja, es wäre schön, wenn wir dort eben auch die Unterstützung hätten. Ich weiß, das ist alte, liebgewonnene
ja, Gewohnheiten gibt. Das ist auch so, wenn man Dinge verändert, dann trifft man da nicht immer auf Gegenliebe. Aber manchmal muss auch Veränderung sein. Und insbesondere, wenn es sportlich stimmt und wenn es wirtschaftlich stimmt, ich glaube, dann ist das schon auch eine richtige Entscheidung. Für gewisse Veränderungen sorgt auch ein Ereignis, das eigentlich ein bisschen in der Ferne noch liegt, aber trotzdem so nah ist, die Euro 24. Fortuna irgendwie mittendrin im Geschehen, weil hier gespielt wird in unserer schönen Arena und auch ein wenig betroffen. Inwiefern? Worauf muss man sich hier einstellen? Ja, wir sind betroffen in dem Sinne, dass wir natürlich hier im Umfeld der Arena unseren Trainingsbetrieb haben. Und wir haben jetzt schon, wir merken es jetzt schon, die ersten Auswirkungen. Viele Bauarbeiten, was die Arena angeht, sind jetzt im Gange und hindern natürlich so den Tagesablauf schon das eine oder andere Mal. Und das wird in den nächsten Wochen und Monaten wird sich das noch multiplizieren. Also das wird noch mehr werden und wir müssen da aufpassen, dass wir eben ja unsere Trainingsheimat, ne, dass wir die nicht verlieren. Aber da sind wir im Austausch mit den Verantwortlichen und finden da, glaube ich, hoffentlich auch gute Lösungen. Aber klar, so eine Europameisterschaft, die ist toll für Düsseldorf. 5 Spiele hier hat so auszutragen, das ist wunderbar und wird am Ende auch dazu führen, dass die Arena vielleicht in dem einen oder anderen Punkt sich eben auch auf ein anderes Niveau bringen kann und davon werden dann auch unsere Zuschauer und unsere Fans profitieren. Aber auf der anderen Seite müssen wir eben auch unsere Trainingsbedingungen müssen gewährleistet sein und da müssen wir ein Auge drauf werfen. Also wir müssen das ein oder andere Mal werden wir improvisieren müssen, aber wie gesagt, mir ist es da auch ganz wichtig, dass wir hier nicht, ich sage jetzt mal, auf einer Baustelle dann arbeiten müssen. Das wäre sicherlich nicht gut, aber da bin ich zuversichtlich, dass wir da auch gemeinsam gute Lösungen finden. Am Ende werfe ich dir jetzt keine Glaskugel zu, in die du reingucken sollst für die nächste Saison, sondern vielleicht einfach ein Wünsch-mir-was-Stab. Wenn du einen großen Wunsch hast für die nächste Saison, was wäre das? Ein großer Wunsch wäre, dass wir alle unsere Ideen, ich habe das gerade eben so ein bisschen kryptisch erzählt, was wir uns vorstellen, was wir machen könnten, was wir machen wollten. Mein größter Wunsch wäre, wenn wir das alles umsetzen könnten. Das wäre und das im Rahmen unserer Möglichkeiten und dass wir einfach diesen Spagat hinbekommen. Auf der einen Seite sportliche Ambitionen zu hegen, wirtschaftlich vernünftig zu handeln, aber auch ein gewisses Risiko und ein unternehmerisches Risiko einzugehen, dass wir das wirklich so im Gleichklang hinbekommen können. Das wäre mein großer Wunsch. Und dass wir auch diese Signale frühzeitig aussenden. So, wir sind ambitioniert. Wir, das ist jetzt nicht nur dahergesagt, wir wollen so schnell wie möglich wieder in die erste Liga. So wir wollen das auch schon untermauern mit Taten, mit Verpflichtungen, mit der Art und Weise, wie unsere Mannschaft Fußball spielt. So und da haben wir sicher auch schon Analysen haben stattgefunden und wie sich unser Spiel verändern kann, wie sich das verändern muss, um vielleicht noch erfolgreicher zu sein. So, wenn wir das alles dem Trainer auch, ich sage jetzt mal, das Werkzeug an die Hand geben könnten, dann wäre das natürlich toll. Weil das muss man auch sagen, uns erwartet. Jetzt bin ich schon so, wie die gesagt haben, es war noch nie so leicht wie in diesem Jahr. Ich könnte jetzt sagen, so schwer wie im nächsten Jahr wird es vielleicht in Zukunft auch nie wieder. Die stärkste zweite Liga der Welt aller Zeiten? Genau, wir hatten sie ja schon mal, als Schalke und Werder dabei waren, hatten wir schon die stärkste Liga, zweite Liga der Welt oder aller Zeiten. So, wenn wir die Steigerung wieder anstellen wollen, Schalke kommt wieder zurück in die zweite Liga, da wissen wir, was das für die Liga bedeutet, an Aufmerksamkeit. Aber auch an Finanzkraft, also ich beziehe das jetzt auch als Konkurrenz für unsere Tätigkeiten, aber dann haben wir Hertha BSC, ja, das sind gefühlt keine Zweitligisten und das sind auch wirtschaftlich sind das keine Zweitligisten. So und die werden auch im ersten Jahr wieder des Abstiegs, werden sie auch nicht mit typischen Zweitliga-Etats oder Budgets fürs Personal arbeiten, sondern da haben wir eine fast wirtschaftlich betrachtet fast eine übermächtige Konkurrenz. So, und dann wären wir jetzt noch, wir sind jetzt
kurz vor der Relegation. Und da wissen wir auch noch nicht, was ist besser. Ist es Stuttgart oder ist es HSV? Das ist also, um es kurz zu machen, das wird wieder eine ganz heiße Geschichte. Ne, das ist allein die drei, sei es Hertha, sei es Schalke, sei es dann HSV oder VfB Stuttgart, dann geht es weiter, dann haben wir St. Pauli, dann haben wir Hannover, wo man auch wieder sagt, so, und jetzt werden wir es aber packen und jetzt werden wir es wieder angehen. Ja, es wird ein harter Kampf und wir werden viele richtige Entscheidungen treffen müssen. Ja, dann wünschen wir dir, glaube ich, im Namen aller, dass du ein paar interessante Unterschriften einholen kannst in das den nächsten wir auch. Das Tagen, wir Wochen auch, ja. Und dass die nächste Saison wieder eine schöne Saison für Fortuna Düsseldorf wird. Danke dir. Das hoffen wir. Danke.